so ein Stück in die Sonne. Guten Morgen. Ach Gott, oh nee. Das tut uns leid. Wir sind vom Fernsehen. Und hier soll das eine Sehenswürdigkeit sein bei Ihnen im Haus. Stimmt das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, mit meinem Mann. Was ist denn los? Ja, hier soll ja irgendwo so ein Fluss entspringen, irgendwo. Ach, ein Krieges? Ja. Kriegesquelle. So ist es? Kriegesquelle. Wo ist denn das? In Hildertal, da drüben kann ich das sehen. Hier? Ja. Hier im Haus? Hier, bei Video. Bei Ihnen im Grundstück? Ja. Im Keller? Im Keller. Wann waren Sie zum letzten Mal hier unten? Ach, die Kartoffeln liegen ja hier. Auf der Quelle. Alle 8 Tage. Alle 8 Tage. Das ist Kartoffeln. Wir stehen auf der Quelle des Krieges. Ja. Hier war das alles offen. War ein großer Putsch. Das ist alles abgebetoniert. Ja. Aber das kommt von den ganzen Wände alles so runter und dann blieb das jetzt hier neu. Und dann hat die Gemeinde hat alles erforscht. Die Hauptquelle ist hier direkt unter Ihnen. Die Hauptquelle ist hier. Unterm Haus? Ja. Hat die Gemeinde zugemauert? Früher war es zu sehen. Ja. Wo fließen die Strieges hin? Wenn viel Wasser ist, fließt was Überschuss ist, was nicht aus der Gemeinde rohren kann, das fließt dann den Nunner, da geht das so ein Korn den Nunner, und das ist hier unten, das ist ein Teich, und geht das durch den Zeltnunner. Hier das Bache durch. Und jetzt dann weiter, in welchem Fluss fließt die Strieges dann? Ja, das geht auch nach Oberschehen, oder wie das Nunner so geht. Aha. Ja, das geht bis Nunner. Bis Nunner gehen die wir dann weiter. Waren Sie schon mal so weit unten? Nee. Wo fließt du denn hin? Nach heimlichen Zurückrichtung, der großen Striges. Große Striges? Das heißt die kleine Striges hier. Aha. Dann geht es in der großen Striges. Und dann? Wie weiter? Ja, das will ich nur nicht unten. Ja. Jetzt kommt ein Besucher hier. Guten Tag. Wohin fließt die Striges dann eigentlich? In die Mulde. In die Mulde? Ja. In die Freiberger Mulde? Freiberger Mulde. Und die fließt dann in die? Elbe. Und die Elbe mündet in die Nordsee. Ja. Die haben jetzt mal überlegt, 6 Tage braucht das Wasser hier, von der Striegesquelle, bis nach Hamburg. Nach Hamburg. Ganz schön. Ganz schön, schick.